Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Soul Sacrifice Delta mit mir, dem Leviathan 2. Wir lesen weiter im Libron, in den wahren Chroniken, in den magischen Taten. Und heute, weil wir in Avalon nichts mehr zu tun haben und weil wir beim letzten Mal festgestellt haben, dass Grimm ein bisschen mit Stufe 3 Quest ein bisschen... ja, nicht unbedingt zu schwer ist, aber ein bisschen viel wird, gehen wir heute nach Sanctuarium. Ketzerische Retter. Ketzerische Retter, Kapitel 1. We're partners for this ordeal, it seems. Her name was Sympatha. Suddenly, I had a partner again, and we were tasked with chasing monsters. The problem was, it reminded me of the ordeal. The sorcerer's ordeal, which ended in my sacrificing Sortiara. And once again, the whims of fate have partnered me with a woman. But this ordeal was different in one key respect. This time we don't kill, we save. This ordeal forces us to break the sorcerer's code. We were blocked by a herd of monsters. Sympatha spoke. Our dedication to mercy is already being tested. Okay, ein Parfen. Das sollte kein Problem sein. Wir bewaffnen uns noch schnell. Hier bei den Feen, die sind recht schnell, habe ich ja beim letzten Mal feststellen dürfen, als wir sie schon mal als Gegner hatten. Ich glaube, dann nehme ich einfach die Eisenmühlen mit. Ich möchte gern noch den verzauberten Speer von Rotkäppchen ausprobieren. Die Glut des Soldaten, die lassen wir drin. Das ist einfach, die ist so gut. Der Schrei der Harpie könnte hier auch sehr nützlich sein. Ich bin gerade am Überlegen, ob es sonst noch etwas gibt. Vielleicht die Glutbüschel. Versuchen wir die Glutbüschel. Eis wäre toll, um das Feuer zu zünden, aber wir haben nur kleine Gegner, also brauchen wir es nicht unbedingt. Gut, Ordensbelohnung. Falkenfeder, Halsam, Heilblüte, alles okay, gut, nehmen wir. Ja, erst dann werden wir halt ein Teil von Sanctuarium. Wenn ich diese Prüfung meistere, darf ich der Organisation beitreten. Ihren Namen sollte man jedoch nicht leichtfertig erwähnen. Manchmal, wenn die Welt ganz leise ist, höre ich sie, Sotiaras Stimme, die aus meinem rechten Arm ertönt. Wut, Trauer, Hass, welch schreckliche Gefühle beherrschte ihre Seele. Was verlieren, wortlosen Schreien, eine Stimme. Das Feental hier waren wir hier schon mal? Nein, ich glaube, hier waren wir noch nicht. I shall save this impure world. Tu, was du tun musst. Komm ich hier rüber? Ja, hui! Cool. Das tun wir erstmal. Zack, zack, zack. Ah, das ist eine Waffe. Okay. Das ist cool. Die gefällt mir. Ich bin gerade wieder am Überlegen, wie kann ich diese Büschel benutzen und zack, zack. Och, du brennst. Aber ich kann dich leider nicht von deinem Brand erlösen. So, ich sollte hier die Gegner retten, so es sieht. Sanctuarium. Erlösung erneuert die Opfergabenstärke. Sanctuarium-Zauberer erhalten folgende Effekte. Opfer steigert Magie, Erlösung erneuert Opfergaben. Ach so, so haben sie das gelöst, damit man auch auf die Rettenseite gehen kann. Wenn ich also ein Mitglied von Sanctuarium bin, dann bekomme ich dadurch wieder meine
Opfergaben. Und sonst steigert es meine Magie, also werde ich wahrscheinlich stärker, wenn ich Gegner opfere. Und sie hat's gezündet. Perfekt, danke vielmals. So, jetzt möchte ich aber... Ich möchte aber irgendwie das Feuer bekommen. Ich weiß nicht mehr wie. Ich muss das nochmal nachschauen gehen. Komm nicht so drauf an. So. Ich eh alle retten muss. Ich komme dir helfen. Mit dem Speer von Rotkäppchen. Autsch. Konto geschafft. Monsters too deserve compassion. Denkst du? Ach genau, warte, muss ich jetzt die Waffe nicht ausgerüstet haben, damit das funktioniert? Das heißt, wenn ich jetzt Unterstützungszauber mache und dann... Okay, kann ich gar nicht. Dann war es nicht so. Nur von mir aus. Ladungsangriff! Spüre die Macht des Speers! Vielleicht geht das auch einfach nicht mit diesem Speer. Würde mich nicht überraschen. Ja, kann ich wahrscheinlich einfach nicht machen. Aber hey, das Speer an sich ist schon mal ziemlich genial. Leben kriege ich jetzt dadurch aber nicht wieder. Nee, okay, das wäre irgendwie klar. So, hier nach oben haben wir hier Feen. Fruchtspinnen. Was für riesige Fruchtspinnen das hier sind. Diese Spinnen wären Monster, auch wenn sie keine Monster wären. Sagen wir es einfach mal so. Möchtest du da nicht wieder runterkommen, bitte? Ja, dann von mir aus. Reicht die? Geht das hier hoch? Hast du noch? Und jetzt. Wie du meinst. Kannst du mir deine Predigt aber bitte vom Hals halten? Ich möchte hier die Quest schaffen. So, hier haben wir die kleinen Feen. Und wisst ihr was? Ihr bewegt euch hier gar nicht mehr so viel. Ihr werdet hier nämlich bombardiert, wenn ihr euch zu viel bewegt. Das ist das Schöne an dem Menü. Alles geht hoch. So. Aber natürlich trifft man damit kein einziges großes Monster dort, wo man eigentlich möchte. Aber bei den Kleinen funktioniert's. So. Ich frage mich, was dann die Effekte als Mitglied von Grimm sind. Drittklassik. Das ist doch keine Ahnung, Spiel. Oh, hüllt den Körper in Eis und führt Luft. Okay, das ist nicht schlecht, aber der andere interessiert mich mehr. Kältekristallschneide beschwört einen Eisspeer, der Feinde mehrmals aufspießt. Ach so, also gibt's jetzt den Speer allgemein als Waffe. Ich glaube, den gab's im ersten nicht. Das wäre jetzt die Eisversion. Das ist nicht schlecht. Die akzeptiere ich gerne. Ein Eisspeer. Verteidigungsstärkung. Festerholung. Verdammnisteil. Verdammt. Oh, das wäre nicht schlecht. Damit kann man schneller brechen. Oh, mehr Speere. Sympatha must really want to earn high marks on this. We forged ahead, without resting. Sanctuarium was a secret society. The enigmatic group's mission was to save any and all monsters. Their code was never kill friends, never kill monsters. They rejected sacrifice and served to save all forms of life.
Sanctuarium attracts some of the most idiosyncratic sorcerers among us, and is rumored to be rapidly expanding its ranks. A long line of sorcerers wait for their chance to take the ordeal offered by Sanctuarium. Sympatha and I were two such people. Die zweite machen wir aber noch nicht heute. Wahrscheinlich. Was ich heute nämlich noch zuerst machen möchte, ist etwas, was ich im letzten Mal nicht mehr dazu kam. Das Wissen der Erzfeinde. Die Verzweifelten. Und hier haben wir auch Rotkäppchen. Es war einmal ein listiger, berüchtigter Schwindler. Er war ein bedrohlicher Ritter, dessen Waffe Bilder von Blut, zerfetztem Fleisch und brechenden Knochen heraufbeschwor. Auch seine Rüstung war beeindruckend. Sie erinnerte an einen pechschwarzen Wolf. Ihr Anblick ließ jeden Feind erstarren. Die meisten Gegner kauerten sich schon auf den Boden, bevor es zum Kampf kam. So war der Wolfsritter oft siegreich, ohne überhaupt seine Klinge zu ziehen. Die wölfische Rüstung war das Ergebnis jahrelanger Experimente. Er wusste, wenn sie perfekt wäre, gäbe es keine bessere Waffe. In Wahrheit war sie die einzige Waffe, mit der er umgehen konnte. Sein Können beschränkte sich auf Einschüchterung. Kurz gesagt, er war ein Hochstapler auf dem Schlachtfeld. Er hatte nie einen Lehrer gehabt, der ihm das Kämpfen beibrachte. Er war früh zur Weise geworden und hatte sich immer allein durchschlagen müssen. So verfiel er auf die Täuschung. Trotz aller Mühen wurde er seines Tages schwer verletzt. Selber schuld, dachte er. Das kommt davon, wenn man sich in einen Kampf stürzt. Er floh in die Berge und kam mit dem Leben davon. Doch er verirrte sich bald. Er war hungrig und spürte, dass der Tod nach ihm griff. Auf seinem Weg kam er zu einer Hütte. Trotz ihrer Abgeschiedenheit sah sie gepflegt aus. Seine betrügerischen Instinkte erwachten. Da wohnte jemand, und diesen jemand konnte er täuschen. In der Hütte lebte eine alte Frau. Hinter seinem Helm verborgen verlangte der Wolfsritter nach Essen. Er sprach mit grollender Stimme, aus der leichter Wahnsinn hervorklang. Die Stimme hatte er jahrelang geübt. Es war der einzige Ton, in dem er mit anderen reden konnte. Nach kurzer Überraschung begann die alte Frau, etwas zu essen zu machen. Sie war trotz allem freundlich. Der Wolfsritter dachte, sie hätte sich ihm ergeben. Er beschloss, ihr noch mehr Angst zu machen und länger zu bleiben. Wie er gehofft hatte, bewirtete sie ihn tagelang weiter. Er begann zu zweifeln. Sie war zu klug, um nur aus Angst zu handeln. Nach einigen Tagen bereitete die alte Frau ein wahres Festmahl zu. Als der Ritter sich jedoch an den Tisch setzte, war sie nirgends zu sehen. Er nahm an, dass sie ein paar Besorgungen machen wollte, und das allein. Als er satt und zufrieden war, sah er plötzlich einen Brief. Er las und erschauderte. Die Vorräte der alten Frau waren aufgebraucht, und so hatte sie dieses... Die Vorräte der alten Frau waren aufgebraucht, und so hatte sie dieses letzte Mal aus ihrem eigenen Fleisch gekocht. Die warme Schwere in seinem Magen war seine Gastgeberin. Der Angstschweiß brach ihm aus und er las den Brief hastig weiter. Warum hatte sie das getan? Hatte sie wirklich so viel Angst vor ihm? Natürlich nicht. Sie schrieb von ihrem Sohn, von dem sie schon lange getrennt war. Der Wolfsritter war das Ebenbild ihres jetzt erwachsenen Jungen. Und das stand in dem Brief. Sie hatte den Ritter als ihren Sohn angesehen und konnte nicht ertragen, dass er hungrig war. Sie war glücklich gestorben, als wäre sie mit ihrem Sohn vereint. Irgendwann im Brief nannte sie auch den Namen ihres Sohnes. Der Ritter schrie auf. Der Name war sein eigener. Nicht den, den er ihr genannt hatte, sondern sein echter Name. Dann war sie... Das Waisenkind hat endlich seine Mutter gefunden und verschlungen. Er hatte sich,
Er hatte sich seine Eltern so oft vorgestellt. Mit ihnen in seinem Leben wäre er nie zu solch einem Betrüger geworden. Er hatte sich so nach ihnen gesehnt. Seine Gedanken rasten. Das musste ein Albtraum sein. Seine Mutter lag in seinem Magen und wurde verdaut. Er versuchte zu erbrechen, doch alles Würgen nutzte ihm nichts. Die Schuld klebte in seinen Eingeweiden. Schließlich schlitzte er sich den Bauch auf, um seine Mutter aus seinem Gedärm herauszuzerren. Ein Schädel kam aus den Inneren und sprach mit der Stimme der alten Frau. »Schön reingefallen, was?« Die Möbel im Zimmer wurden zu Asche, danach die Wände, die Hütte zerfiel. Es war auf einmal eine listige, berüchtigte Schwindlerin. Der Ritter war von Anfang an verloren gewesen. Die alte Frau war eine Hexe und eine gewitztere Schwindlerin als er. Sie hatte auch viel mehr Erfahrung. In zahlreichen Leben hatte sie ihre Ränke bereits oft geübt. Sie brachte andere dazu, sie zu verzehren und nahm ihre Körper. So ging sie von Wirt zu Wirt. Die unsterbliche Rotkappe. Selbst in dieser Welt der Zauberei gibt es nur wenige, die unsterblich sind. Sie war die stolze Ausnahme. Und das war Rotkäppchen. Und jetzt wissen wir auch, warum das die Großmutter von unserem jetzigen Rotkäppchen quasi in der Wolfsrüstung steckt. Ich finde solche Geschichten immer wieder interessant. Was für eine Zeit haben wir? Wir haben noch Zeit für eine wilde Kreatur, würde ich meinen. Goblin haben wir schon gelesen, also gehen wir diesmal auf Ork. Katzen sind ausgesprochen gerissene Tiere. Können sie einen Gegner nicht besiegen, schließen sie sich ihm an. Das erklärt auch ihre Beziehung zu den Menschen. Katzen lassen sich nur auf Kämpfe ein, die sie auch gewinnen können. Aus diesem Grund jagen sie Mäuse. Für Katzen sind Mäuse nur eine Futterquelle. Aber eines Tages änderte sich alles. Die Herrschaft der Katzen geriet plötzlich ins Wanken. Mutierte Ratten, genannt Goblins, waren aus dem Nichts aufgetaucht. Die jahrelang unterdrückte Wut der Nager entlud sich in einem furchtbaren Angriff. Die Katzen hatten keine Chance. Aber die feine Nase einer Katze entdeckte einen seltsamen Geruch an den Goblins. Es war der Geruch von Zauberei, der von den Menschen so gefürchteten Macht. Und die Katze erinnerte sich. Dieser Geruch kam ihr bekannt vor. Die Menschen in den seltsamen Gewändern, Zauberer, ja, auch sie hatten diesen Geruch. Vielleicht könnte sie ja auch diese seltsam riechende Zauberei in sich aufnehmen. Dann hätte sie die gleichen Kräfte wie die mutierten Ratten. Das Werk der Zauberer hinterlässt magische Spuren in der Luft. Diese werden von Bäumen, Gräsern, Tieren und somit auch von Vögeln aufgenommen. Die Katze wusste, was sie zu tun war. Sie musste Vögel und Eidechsen von Magie verseuchten Gebieten jagen. Bald folgten anderen Katzen ihrem Beispiel. Die Katzen waren ständig auf der Jagd und nahmen immer mehr Magie auf. Und so entstand eine Katzenmutation, die es mit den Goblins aufnehmen konnte. Die Ratten hatten die Katzen kalt erwischt, aber durch ihre Verschlagenheit gewannen die Katzen wieder die Oberhand. Aber das ist noch nicht alles. Die Katzen wurden immer wagemutiger. Schon bald griffen sie auch Menschen an. Die Katzen hatten sich den Menschen niemals als Zuneigung angeschlossen. Jetzt, mit der Macht der Zauberei, konnten ihre einzigen Herren ihnen nichts mehr bieten. Diese neuen Kreaturen waren noch schlauer als normale Katzen. Nicht nur die Magie verlieh ihnen neue Kräfte, indem sie ihre Opfer fraßen, eigneten sie sich auch deren Macht an. Die mutierten Katzen hatten ihre Lektion gelernt und fraßen nun auch Menschen. Ihr Fleisch war nahrhaft und geradezu köstlich. Auch sie fanden noch etwas heraus. Je näher eine Katze einem Menschen stand, desto köstlicher sein Fleisch und desto mehr Macht verlieh es. Und so entdeckten die Katzen die Gier und ihre Konsequenzen. Welcher Mensch steht wohl einer Katze am nächsten? Das Herrchen natürlich. Und so überfielen die Katzenmonster die Menschen, die sie am meisten liebten. Und diese verhasste Bestie wurde schließlich unter dem Namen Ork bekannt.
Hui. So, und damit hatten wir die Geschichte der Katzen-Orks hinter uns. So, wir nehmen nochmal Lacrima von Librom. Ich glaube, ihr wisst auch, was das für den Part bedeutet. So, noch einmal mit ihm sprechen. Hey, don't you get sick of reading? I can't see how you do it. I hate reading, to be quite honest. Oh my, what am I saying? I forgot I'm a book. Ich mag es vor allem lieber, um zu lesen. Ein interessantes Buch, garantiert. Und wir werden weiter in ihm lesen, im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder hier ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal.